Heute zum letzten Mal vor dem Start des Spessart-Camps 2014. Das Camp startet morgen am 15. geht dann bis zum 24. Da wird dann der Spessart-König bekannt gegeben offiziell. Und ich wollte mich einfach nochmal bedanken bei euch, dass ihr es überhaupt möglich gemacht habt, dass ich jetzt an dieser Stelle stehe, wortwörtlich auf einem gepackten Rucksack sozusagen und morgen eben ins Spessart-Camp einziehen darf durch eure Hilfe. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr es möglich gemacht habt. Letztes Jahr hat es ja nicht geklappt, deswegen freue ich mich umso mehr, dass es dieses Jahr geklappt hat. Und wollte euch auch noch ein paar Infos geben, wie jetzt der Ablauf von einem Camp ist, dass ihr wisst, was ihr, wo ihr gucken könnt, wie ihr abstimmen könnt. Also das Camp startet, wie gesagt, morgen am 15. Und die Wahlphase selbst geht nur bis zum 22. Wie schon gesagt, der Spessart-König wird am 24. bekannt gegeben. Ja, ihr könnt abstimmen für einen der 12 Kandidaten unter einer Telefonhotline. Ich habe die Nummer 9 erwischt. Das wäre für mich dann die Telefonnummer, die Hotline 01378 6665 und die Endziffer 09 für Markus Grassmann. Pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz Mobilfunknetz kann abweichen. Wichtig, gebührenpflichtige Hotline. Also Nummer 01378 6665, Endziffer 09 für Markus Grassmann. Wenn ihr mal gucken wollt, wer noch so alles dabei ist, geht ihr auf die Seite von primavera24.de. Dann ist auf der Startseite schon ein großes Banner, Spessart-Camp, da geht ihr drauf. Dann kommt ihr zu einer Seite, wo ihr alles über das Spessart-Camp erfahrt. Dort seht ihr nochmal alle 50 Kandidaten, die zur Wahl gestanden waren, die 12 Finalisten, sage ich jetzt mal so. Da gibt es über jeden einen Steckbrief mit allen möglichen Informationen. Dort findet ihr auch nochmal die Hotline-Nummer, dort findet ihr die Endziffern für jeden einzelnen Kandidaten, falls ihr jemand anders wählen möchtet. Dort findet ihr auch ein Statement, ein Interview vom Survival-Trainer, der das Ganze leitet, vom Stefan Kudela. Und auch den Link zur Live-Cam, zur Webcam, zum Spessart-Cam, wo ihr dann 24 Stunden rund um die Uhr immer live dabei sein könntet. Die Webcam wird wahrscheinlich auf den Lagerplatz selbst, also wo das Lagerfeuer ist, denke ich, ausgerichtet sein. Natürlich, wenn die Wettkämpfe stattfinden, sieht man da nicht besonders viel. Aber ich denke dann frühs, beim Frühstück, mittags vielleicht, gewisse Aktivitäten, beziehungsweise abends, wenn man gesellig am Lagerfeuer sitzt, wird da immer wieder mal was zu sehen sein. Ja, wie ihr abstimmen könnt, habe ich ja gerade gesagt. Und wo könnt ihr das schauen? Habe ich zwar schon mal im letzten Video erklärt, aber ich erkläre es nochmal. Ihr könnt es am besten im Internet schauen. Da geht ihr auf die Seite von mein.tv. Dort seht ihr dann eine Liste an der Seite. Da wählt ihr dann die Kategorie 07 Spessart-Camp aus. Da gibt es Unterkategorien Spessart-Camp 2014. Kandidaten 2014 und Spessart-Camp 2013. Also falls es euch interessiert, könnt ihr auch die Zusammenschnitte von letztem Jahr mal anschauen, gucken, wie es letztes Jahr war, dann eben die Interviews aller 12 Kandidaten von 2014 und die Countdown-Sendung, beziehungsweise dann täglich die aktuelle Sendung zum Spessart-Camp, findet ihr dann unter Spessart-Camp 2014. Da könnt ihr das dann schauen, beziehungsweise über Satellit könnt ihr auch schauen. Wenn ihr Satellitenfernsehen habt, müsst ihr den Sender Mainfranken suchen.
Dort konnte er dann auch per Satellit schauen. Per Satellit wird die Sendung zum Spessart-Camp um 19.30 Uhr ausgesendet. Wann es im Internet freigeschaltet wird, weiß ich jetzt nicht ganz. Aber ich denke auch etwa um diese Zeit, so 7 bis 8 etwa. Und dann könnt ihr es dann beliebig, zu welcher Uhrzeit auch immer, dann euch im Internet anschauen. Ja, das war es eigentlich schon. Gepackt habe ich. Jetzt muss man nur noch warten, bis es losgeht. Es sind jetzt die letzten 14 Stunden sind angebrochen. Langsam kriege ich es flattern. Die Nervosität macht sich eigentlich schon seit Tagen etwas bemerkbar. Macht mir sehr viele Gedanken. Werde euch natürlich nach dem Camp, wenn alles offiziell bekannt gegeben ist, informieren, wie es mir gegangen ist, was wir alles so gemacht haben, wie ich es vielleicht empfunden habe. Ja, das werde ich euch berichten, auf jeden Fall, was da alles so vonstatten gegangen ist. Ich freue mich, bin gleichzeitig etwas aufgeregt. Tja, über ein Jahr drauf gewartet und jetzt ist es durch eure Hilfe Wirklichkeit geworden. Tja, ich sag nochmal ein dickes Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass ihr es möglich gemacht habt. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr das, wie schon gesagt, auf der Seite von MeinTV tun. Die Tageszusammenfassung anschauen. Auf der Seite von Primavera, denke ich, werden auch News geben. Genau weiß ich es nicht. Wo ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden, was besonders mich betrifft, bleiben könnt, ist auf Facebook. Unter meiner extra dafür eingerichteten Seite. Wähle Markus Grassmann zum Spessartkönig 2014. Es gibt auch eine offizielle Facebook-Seite zum Spessartcamp, die heißt Das Spessartcamp. Das Leben ist kein Ponyhof. Und ja, da könnt ihr auf dem Laufenden bleiben. Schaut abends mal rein, schaut, was wir so treiben. Ich denke, da wird es auch was zum Lachen geben. Jetzt ist es soweit. Ich verabschiede mich von euch. Bis in, sag ich mal, 10 Tagen ungefähr, werde ich mich dann mit meinem Resümee melden. Werde euch alles berichten, was ich berichten darf. Danke nochmal. Viel Spaß beim Zuschauen. Macht's gut. Servus. Ciao.